Am 14. Januar 1945 startete Marschall Zhukovs erste weißrussische Front von der Weichsel bei Warschau aus einen Angriff, der die Verteidigungsstellungen der deutschen 9. Armee sofort durchbrach und so rasch vorwärts kam, dass man daraufhin beschloss, weiter bis zur Oder vorzustoßen. Der Marschall hoffte, dieses letzte größere natürliche Hindernis vor Berlin noch vor der Eisschmelze überqueren zu können. Vor den Rotarmisten befanden sich Hunderttausende von Menschen aus den deutschen Ostgebieten auf der Flucht. Nationalsozialistische Propagandafilme, die gezeigt hatten, was in den ersten von Truppen der Roten Armee eingenommenen deutschen Dörfern an Grausamkeiten geschehen war, trieben sie zu großer Eile an. Viel Schlimmes hatten die Soldaten der Roten Armee der deutschen Zivilbevölkerung zugefügt, seit sie die Grenze des verdammten Deutschland, wie es auf diesem Schild bezeichnet wird, überquert hatten. Lange vor dem Morgengrauen des 31. Januar 1945 überquerten Soldaten der 5. Stoßarmee die zugefrorene Oder und nahmen das Dorf Kienitz ein. Dort, ungefähr 16 Kilometer nordwestlich von Küstrin, errichteten sie ihren ersten Brückenkopf. Allerdings war das Eis des Flusses bereits zu dünn, um die schwere Ausrüstung tragen zu können, sodass die Panzer und die Artillerie am Ostufer bleiben mussten. In der Stadt Küstrin befanden sich die einzigen Brücken über die Warthe und Oder. Und zwar genau in der Mitte von Marschall Zhukovs Linie. Allerdings scheint er keine besonderen Anstrengungen unternommen zu haben, diesen bedeutenden Stützpunkt einzunehmen, um so einer organisierten deutschen Verteidigung zuvorzukommen. Die deutschen Verstärkungstruppen, die auf dem Weg an die Ostfront waren, mussten nun bereits im Oderbruch den Zug verlassen. Von dort aus wurden die Einheiten, so wie sie ankamen, eine nach der anderen in den Kampf geschickt. Am 2. Februar erreichte die Vorhut der sowjetischen 8. Gardearmee die Oder südlich von Küstrin gegenüber dem Dorf Reitwein und begann dort mit der zwar ungehinderten, aber dennoch schwierigen Überquerung des Flusses. Das Eis war geschmolzen und auf dem stark angestiegenen Fluss schwammen unzählige Eisschollen. Am nächsten Tag nahmen die Sowjets Reitwein ein und zogen dann weiter, um auch die Spitze des Reitweiner Sporns unter ihre Kontrolle zu bringen. Von diesem höchsten Punkt der Seeloer Höhen aus bot sich eine hervorragende Aussicht über den Oderbruch. Der hintere und obere Teil des Höhenvorsprunges waren rasch von Gräben und Unterständen geradezu durchfurcht. Bald wütete der Kampf um diese wichtige Stellung. Weiter südlich errichtete die sowjetische 33. Armee Brückenköpfe in der sumpfigen Sohle des Tales zwischen Frankfurt an der Oder und Fürstenberg, heute Eisenhüttenstadt. Die deutsche Wehrmacht war allerdings in der Lage, am Ostufer der Oder, gegenüber von Frankfurt, einen Brückenkopf weiterhin zu halten. Goebbels als Reichsverteidigungskommissar und General Busse von der deutschen 9. Armee interessierten sich besonders für die Verteidigung dieser Festung. Auf dem Bahndamm und in der weiteren Umgebung des Odergeländes sind die Stellungen der Infanterie und unserer Batterien. Nachdem er seine Vorhuten erfolgreich über die Oder gebracht hatte, plante Marschall Zhukov einen sofortigen Panzervorstoß auf Berlin. Er wollte den Umstand nutzen, dass es auf diesem Weg keinerlei vorbereiteten Widerstand der Deutschen gab. Stalin befahl jedoch, Vorsicht walten zu lassen und die Hauptkräfte nach Norden abzuziehen. Ostpommern, wo sich deutsche Kräfte für einen Gegenschlag sammelten, sollte eingenommen werden. Damit blieben vergleichsweise nur schwache Truppen in den Brückenköpfen. Truppen, die darüber hinaus dringend auf die Unterstützung durch die Artillerie am Ostufer der Oder angewiesen waren, wenn sie ihre Positionen gegen die deutschen Angriffe halten wollten.
Deutsche Verstärkungen wurden eilig an die Front gebracht. Darunter befanden sich auch solche, die nach der fehlgeschlagenen Ardennenoffensive hierher verlegt worden waren, sowie Einheiten des Volkssturms, die in der Hauptkampflinie eingesetzt wurden. So gut ausgerüstet wie die hier gezeigten Einheiten waren bei weitem nicht alle. Die Zivilbevölkerung der Dörfer in den frontnahen Gebieten wurde evakuiert, mit Ausnahme der diensttauglichen Männer. Diese erhielten den Befehl, bei der Errichtung von Verteidigungsanlagen mitzuwirken. In der Dämmerung des 12. Februar nutzte die sowjetische 69. Armee die letzten Reste des tragfähigen Eises aus und führte einen Überraschungsangriff auf die Kleinstadt Lebus durch. Dort errichtete sie anschließend einen weiteren Brückenkopf. Dieser Angriff wurde am nächsten Morgen von dem einzigen deutschen Panzer, der zu jener Zeit zur Verfügung stand, aufgehalten. Das Gefährt sollte die Linie an der Bahnschranke westlich der Stadt halten. Der Panzer verfügte über genau 5 Granaten für seine Kanone, hatte dafür aber reichlich Maschinengewehrmunition. Während der nächsten 2 Monate wurde der Reitweiner Sporn nördlich von Lebus zu einem erbittert umkämpften Schlachtfeld. Die Sowjets versuchten, die Kontrolle über die Zugangsstraßen zu erlangen, die zu dem steilen Abhang des Sporns in den kleinen Weilern Wuden und Klessin führten. Die gegenseitige Beschießung war so gnadenlos, dass Veteranen des Ersten Weltkrieges dieses Gefecht mit Verdun verglichen. Hitler erklärte Wuden und Klessin zu Festungen. Sie sollten bis zum letzten Mann verteidigt werden. Hierfür waren allerdings keine Vorbereitungen getroffen worden. Die sowjetischen Angriffe drängten schließlich die deutschen Verteidiger über die offene Fläche des Sporns zurück auf die Straße zwischen Lebus und Küstrin. Die Restbesatzungen in den Festungen blieben isoliert zurück. Nach einer Woche intensiver Belagerung waren von den in Wuden eingesetzten 400 Fähnrichen nur noch 80 Mann am Leben. Der Kommandeur der Division Kurmark befahl am 12. März ihre Evakuierung. Dennoch meldete er weitere 4 Tage lang die Stellung als gehalten, bis endlich seinen inständigen Bitten, sie räumen zu dürfen, stattgegeben wurde. Klessin hielt bis zum 23. März einer 2-wöchigen Belagerung stand. Während dieser Zeit wurde vergeblich versucht, die dort stationierten Fähnriche aus der Luft zu versorgen. Die beiden Panzerwracks sind ein Beleg für die Härte des Gefechts. Das Dorf und sein Schloss wurden in den Kämpfen dem Erdboden gleichgemacht. Nur 60 seiner Verteidiger konnten sich noch zu den deutschen Linien zurückkämpfen, nachdem auch ihnen endlich die Erlaubnis für den Ausbruch erteilt worden war. Am 3. März besuchte Hitler überraschend das Hauptquartier in Harnekoop, wo er mit dem Kommandeur der 9. Armee, General Busse, die militärische Lage besprach. Hitler bestand darauf, sich in die taktischen Fragen der Gefechte im Oderbruch einzumischen, allerdings ohne die örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen. In sinnlosen Aktionen, die Hitler angeordnet hatte, starben unnötig Soldaten und ging Ausrüstung verloren, denn gegen die Führerbefehle gab es keinen Widerspruch. In der Zwischenzeit war in der Mitte der Front die Festungsstadt Küstrin, die nun vom Generalleutnant der Waffen-SS Rheinfahrt kommandiert wurde, unter heftigen Beschuss gelangt.
Die östlich der Warte gelegene Neustadt wurde wiederholt von der sowjetischen 5. Stoßarmee angegriffen. Am 8. März fiel die Neustadt. Die Brücken über die Warte, die in die Altstadt und zur eigentlichen Festung führten, wurden gesprengt. Zwischen den beiden sowjetischen Brückenköpfen hielten die Deutschen den sogenannten Küstriner Korridor offen. Auf dieser Strecke, die bei Bleien durch 4 Infanteriebataillone und einige Sturmgeschütze gesichert wurde, konnten Kettenfahrzeuge in nächtlichen Konvois die dort stationierten Soldaten versorgen und die Zivilbevölkerung evakuieren. Am 22. März dann wurde von der sowjetischen 5. Stoßarmee im Norden und der 8. Gardearmee im Süden ein kombinierter Angriff gestartet, um die Brückenköpfe zu vereinigen und Küstrin damit abzuriegeln. Gorgast musste daraufhin aufgegeben werden und die Truppen in Bleien wurden auf immer engerem Raume zusammengedrängt. Dämme, die die winzigen Dörfer Altbleien, Neubleien und Kuhbrückenvorstadt, heute ein Stadtteil von Kiez, schützten, grenzten diese Gegend ein. Hitler befahl einen Gegenangriff und sammelte zu diesem Zweck 5 Divisionen. Aber diese Attacke am 27. März schlug, mit schweren Verlusten, fehl, da die Russen in der Zwischenzeit Minenfelder ausgelegt hatten. Einem T-34 riss es den Turm aus dem Rumpf. Andere brennen und qualmen an der Straße, die ihnen Fluchtweg sein sollte. Der Kampf an allen Fronten geht weiter. Sein Träger ist der deutsche Mensch, der sich mit einer in der Geschichte beispiellosen Härte und Verbissenheit seinen Gegnern entgegenwirft. Die Situation der Küstriner Garnison verschlechterte sich, als die Sowjets ihre Angriffe nun auf die Altstadt und die Festung konzentrierten. Deren Verteidiger wurden langsam zum Rückzug gezwungen und sprengten hinter sich die letzten Brücken. In der Nacht des 29. März sammelten sich die Überlebenden auf dem Damm in der Nähe von Kuhbrückenvorstadt, um einen Durchbruch zu den 7 Kilometer entfernten deutschen Linien zu wagen. Über 1000 Soldaten kamen durch, unter ihnen auch General Reinfahrt, der sich mit diesem Rückzug Hitlers Befehl widersetzte, bis zum letzten Mann auszuhalten. Mit dem Fall von Küstrin war nunmehr der Weg für einen Angriff auf Berlin frei. Stalin berief Marschall Zhukov nach Moskau, um mit ihm die Pläne für die Operation Berlin ein letztes Mal zu prüfen und sie dann zu genehmigen. Wie auf dieser sowjetischen Karte deutlich wird, spielten hierbei 3 Fronten oder Armeegruppen eine Rolle. Zhukovs erste weißrussische Front. Sie sollte geradewegs nach Berlin ziehen. Sein Konkurrent Marschall Konjew mit der ersten ukrainischen Front sollte weiter südlich, vorrangig in Richtung Dresden und Leipzig ziehen, gleichzeitig aber einen unterstützenden Vorstoß nach Potsdam und Brandenburg unternehmen. Marschall Rakossowski indessen sollte mit der zweiten weißrussischen Front die Gegend nördlich von Berlin einnehmen. Zhukov und Konjew sollten ihre Angriffe am 16. April starten, Rakossowski einige Tage später. Nach seiner Rückkehr zum Hauptquartier der 1. Weißrussischen Front in Landsberg hielt Zhukov eine Lagebesprechung mit seinen Generälen ab, um die Pläne zu erörtern. Die verbleibende Zeit wurde intensiv zu Vorbereitungen genutzt. Man baute 26 Brücken. Viele davon bis zu 1 Kilometer lang, die über den stark angeschwollenen Fluss von Damm zu Damm gingen. Zahlreiche Fähren wurden eingerichtet. Diese waren während der ganzen Zeit vorrangige Ziele der deutschen Artillerie und Luftwaffe und wurden daher heftig verteidigt.
Die Brücke in Göritz soll 20 Mal zerstört worden sein. Von den beim Bau der Brücke bei Zellin eingesetzten 387 Soldaten starben innerhalb kürzester Zeit 201. In einer nahezu unglaublichen logistischen Aktion wurden in nur 14 Tagen von den Russen an die Front und zum Einsatz gebracht 768.000 Soldaten, über 3.000 Panzer und Selbstfahrlafetten, 4.628 Kanonen und Mörser, 1.531 Raketenwerfer sowie Verpflegung, Treibstoff, Schmiermittel und Munition. Damit waren die Sowjets den Deutschen in allen Bereichen weit überlegen. Auf einen deutschen Soldaten kamen 4,6 Rotarmisten. Das Verhältnis bei der Artillerie war 5,2:1 und bei den Panzerfahrzeugen sogar 7,1:1. Gegen diese Übermacht konnten die deutsche 9. Armee nur ungefähr 200.000 Männer, 512 Panzer und Sturmgeschütze sowie 2.625 Geschütze verschiedenster Art aufbieten. Die von den Deutschen in Küstrin zerstörten Brücken wurden wieder passierfähig gemacht und eine zusätzliche Verbindung über die Oder geschaffen. Am 14. und 15. April führten die Sowjets eine gewaltsame Erkundung durch und konnten dabei Geländegewinne erzielen, die einen Weg durch die Minenfelder gestatteten, welche von beiden Seiten zur Verteidigung ausgelegt worden waren. Um 5 Uhr morgens Moskauer Zeit, 3 Uhr morgens der deutschen Sommerzeit, setzte der bislang heftigste Feuersturm entlang der sowjetischen Front ein. Jedes verfügbare Geschütz wurde eingesetzt, ob es auf ein Ziel eingerichtet worden war oder nicht, nur um den Gefechtslärm und damit den psychologischen Effekt zu verstärken. Nach 20 Minuten Dauerbeschuss wurden 143 entlang der Front eingesetzte Scheinwerfer eingeschaltet, die als Signal zum Angriff gedacht waren. Außerdem sollten sie das noch fehlende Tageslicht ersetzen und die Truppen ihre Ziele besser erkennen lassen, während sie gleichzeitig den Feind blendeten. Allerdings gelang dies nicht wie geplant. Das sowjetische Sperrfeuer war im Wesentlichen auf Stellungen niedergegangen, die bereits im Verlauf der Nacht von der Wehrmacht in Erwartung des Angriffs geräumt worden waren. Es hatte außerdem die Luft mit so viel Rauch und aufgewirbeltem Staub gefüllt, dass die Scheinwerfer eher Schaden anrichteten, denn nützten, weil sie die eigenen Truppen nachtblind machten. Viele Einheiten beschlossen daher, den Tagesanbruch abzuwarten, bevor sie weitere Aktionen starteten. Bei den 5 Infanteriearmeen, die entlang der Hauptangriffslinie eingesetzt waren, befand sich die Hälfte von Zhukovs Panzerfahrzeugen. Der Rest war zwischen den beiden Gardepanzerarmeen aufgeteilt, die auf die Beendigung dieser Durchbruchsschlacht warteten, um dann nach Berlin vorzudringen. Für Zhukov und seinen Stab war auf dem Reitweiner Sporn im Kommandoposten von General Tschuikows 8. Gardearmee ein Beobachtungsposten eingerichtet worden. Jedoch auch hier entwickelten sich die Dinge nicht nach Plan. Durch das sumpfige Gelände und zahlreiche Wasserhindernisse wurde der Vormarsch stark verlangsamt.
Im Sektor der 8. Gardearmee waren große Abschnitte der Hauptverteidigungsstellung der Deutschen für Panzer unpassierbar gemacht worden. Man musste warten, bis Pioniere neue Übergänge geschaffen hatten. Während der ganzen Zeit stand man unter heftigem gegnerischen Beschuss. Ein Gürtel von 8,8 cm Flakgeschützen, die am Fuß der Seeloer Höhen verborgen waren, forderte von den russischen Panzerfahrzeugen einen hohen Tribut. Jeder Busch und jede Hecke auf den Höhen deckte eine Verteidigungsstellung, von denen viele sogar die einleitenden Bombardierungen überstanden hatten, die den verschiedenen Phasen des Angriffs vorangegangen waren. Die angreifende sowjetische Infanterie und die Panzerfahrzeuge waren so dicht zusammengedrängt, dass die Deutschen ihre Ziele kaum verfehlen konnten. Um 15 Uhr Moskauer Zeit berichtete Zhukov Stalin telefonisch, dass er noch einen Tag benötigen würde, um die Seeloer Höhen einzunehmen. Stalin stachelte ihn mit einem Bericht über Marschall Konjews Erfolge weiter südlich an. Daraufhin beschloss Zhukov, seine Panzerarmeen einzusetzen, um den Druck auf die Wehrmacht zu verstärken. Dies verschlimmerte jedoch nur die Situation, da die Panzer auf den wenigen Straßen und Wegen, die nach vorne führten, mit den Artillerieeinheiten und anderen bereits eingesetzten Teilen der Infanteriearmeen um Platz ringen mussten. Der verbissene Kampf dauerte weiter an. Schließlich brachen doch einige sowjetische Panzer durch die deutsche Verteidigung und gelangten bis zum Bahnhof von Dolgelin. Der dort stationierte Kommandeur der 303. Infanteriedivision Döberitz musste in großer Eile seinen Kommandoposten räumen und wurde dabei schwer verwundet. Die sowjetischen Panzer waren aber nicht in der Lage, die Bahngleise zu überqueren, die dadurch zu einer festen Basis für die deutsche Verteidigung in diesem Sektor wurden. Daher wandten sich die Panzer nach Norden, wo sie in den Rücken der deutschen Positionen nahe dem Weiler Ludwigslust gelangten und dadurch am selben Abend einen Einbruch in die deutsche Frontlinie erzielten. Ein Durchbruch erfolgte außerdem beim Dorf Werbig. Dort bilden die Seeloer Höhen einen Winkel von 90 Grad. Die Grenze zwischen der 8. Gardearmee und der 5. Stoßarmee, die hier von den deutschen Stellungen auf dem Krugberg über dem Dorf gezeigt werden, lief ungefähr entlang der Bahngleise von Berlin nach Küstrin. Am Horizont sieht man zwei große Fabrikschornsteine in Küstrin. Die Bahngleise in nord-südlicher Richtung, die im Bahnhof von Werbig die andere Verbindung kreuzen, bilden zusammen mit den Anschlussgleisen zur Küstriner Strecke ein Dreieck von erhöhten Bahndämmen. Hier fanden einige der schwersten Kämpfe statt. Ein Überlebender aus den vordersten Stellungen berichtete, wie sich Panzer und Leichen in den Unterführungen 4 Meter hoch türmten und dass die Soldaten der Roten Armee beim Vorgehen alle deutschen Verwundeten sofort erschossen haben. Ebenso viele der Gefangenen. Die Sowjets schafften es an dieser Stelle, bis zum Abend die Höhen zur Hälfte einzunehmen, wurden dann aber aufgehalten und wieder zurückgeworfen. Allerdings blieb die Talsohle rechts bis zum Seeloer Bahnhof in ihrem Besitz. Am Abend drangen sie in Seelo ein. Doch hielten die Verteidiger der Stadt noch bis zum Mittag des 18. April stand.
Die 1. Panzerabteilung Müncheberg, die von ihrer Stellung hinter dem Hauptgraben vor Seelow angriff, sowie die dahinterliegende Reihe von Panzerabwehrgeschützen, die entlang dem Fuß der Höhen aufgebaut war, hatte den sowjetischen Panzerfahrzeugen großen Schaden zugefügt. Allerdings gab es auch bei der deutschen Verteidigung schwere Verluste. Andernorts hatten die Armeen der 1. Weißrussischen Front nur geringe Fortschritte gemacht. Der sowjetische Angriff vom 17. April konzentrierte sich zu beiden Seiten von Seelow bei Friedersdorf und Werbich, um so die 1. Garde-Panzerarmee auf die Reichsstraße 1 zu bringen. Das Lietze-Tal südlich der Hauptstraße war geflutet worden und damit für Panzer unpassierbar. Die sowjetischen Truppen brauchten den gesamten zweiten Tag dieser Schlacht, um die Höhen um Seelow endgültig einnehmen zu können. Schließlich, am Morgen des 18. April, dem dritten Tag der Schlacht, gelang es ihnen, ihre Panzer hinter Seelow zur Senke von Diedersdorf vorzuschieben. Dort hielten die Überlebenden an der vorderen deutschen Frontlinie nun die sogenannte Steinstellung. Von dieser günstigen Stellung aus beschossen sie die zahlreichen sowjetischen Panzer, die auf der Reichsstraße 1 dicht hintereinander in Kolonne fuhren. Diese Aktion, die von der Luftwaffe unterstützt wurde, verursachte ein solches Chaos, dass Marschall Zhukov im Nachhinein einen Befehl über die effektive und sinnvolle Zusammenarbeit der Infanterie mit den Panzern ergehen ließ und außerdem eine strenge Verkehrsordnung für den Vormarsch einführte. Nichtsdestotrotz konnte die deutsche Front den weit überlegenen sowjetischen Kräften nicht standhalten und ein weiterer Rückzug wurde notwendig. In der Zwischenzeit wurde das Hauptlazarett in Jahnsfelde, wo auf dem Sportplatz die deutschen Verwundeten auf Tragen aufgereiht lagen, gnadenlos von sowjetischen Flugzeugen attackiert, die durch die Rotkreuzzeichen förmlich angelockt worden waren. Die Stadt Seelow wurde schließlich gegen Mittag eingenommen. Sowjetische Pioniere begannen mit ihren Spürhunden den Marktplatz nach Minen abzusuchen. Am Morgen des 19. April zog sich die 3. Abteilung des 18. Artillerieregiments über die Reichsstraße 1 nach Jahnsfelde zurück. Vorrückende sowjetische Panzer nahmen es dabei an der Flanke unter Beschuss. Die Abteilung nahm eilig eine Gefechtsposition vor dem Wald über dem Dorf ein und verwickelte die Panzer in ein Gefecht, das 8 Offiziere und 163 Soldaten das Leben kostete, sowie zum Verlust aller Geschütze führte. Ungefähr 100 sowjetische Panzer konnten aber vernichtet werden. Der sowjetische Vormarsch dauerte dennoch unaufhaltsam an und ungefähr um 17 Uhr hatten sich dicht vor Müncheberg ausreichende Kräfte versammelt, um eine Bresche in die letzte deutsche Verteidigungslinie in der Nähe des Gehöfts Elisenhof zu schlagen. Eine ähnliche Bresche entstand nördlich von Bukow. Die deutsche 9. Armee war nun geteilt, wobei ihr größerer Teil immer noch im Süden standhielt. Der nördliche Teil musste sich zum Finower Kanal zurückziehen, und in der Mitte wurde General Weitlings 56. Panzerkorps in Richtung Berlin zurückgedrängt. Dieses versuchte aber, den Hauptteil der deutschen Kräfte im Süden zu erreichen. Müncheberg fiel an diesem Tag. Hinter der Stadt führte jedoch der einzige Weg nach Berlin über die Reichsstraße 1, die von dichtem Wald gesäumt war.
Hier lauerten kleine Kampftrupps aus Hitlerjungen, die mit Panzerfäusten bewaffnet aus vorbereiteten Stellungen wie dieser die sowjetischen Panzerfahrzeuge angriffen. Die viertägige Schlacht, die den Durchbruch für die Sowjets gebracht hatte, war vorüber. Aber sie hatte in Marschall Schukows Armee nach sowjetischen Angaben ungefähr 33.000 Soldaten das Leben gekostet. Manche Schätzungen belaufen sich sogar auf 70.000 Mann Verluste. Auf deutscher Seite waren ungefähr 12.000 Soldaten gefallen. Des Weiteren hatte Schukow 743 Panzer und Selbstfahrlafetten verloren, was einer ganzen Panzerarmee entspricht. Seine Truppen waren erschöpft. Und seine Pläne für die Einnahme Berlins mussten diesen neuen Gegebenheiten unbedingt angepasst werden. Die deutschen Linien südlich der Bresche von Müncheberg waren an manchen Stellen zurückgedrängt worden, hielten aber weiterhin stand. Frankfurt war bislang mit Absicht noch nicht einmal angegriffen worden. Allerdings war der bestehende Status mittlerweile nicht mehr zu halten. Und General Busse begann daher mit dem geordneten Rückzug aller Kräfte aus dieser Gegend. Er zog südlich über die Spree in den Spreewald hinein, wo bereits Zehntausende von Flüchtlingen Schutz gesucht hatten. General Weitlings Hauptquartier des 56. Panzerkorps, das mit Beginn der Schlacht auch das Kommando über die 9. Fallschirmjägerdivision, die 20. Panzergrenadierdivision und die Panzerdivision Müncheberg übernommen hatte und später Verstärkung durch die 11. SS und die 18. Panzergrenadierdivision erhielt, stand an der Hauptvormarschlinie der Sowjets. Moskau befahl der 1. Weißrussischen Front und der 1. Ukrainischen Front, die Gruppierung General Busses einzukreisen und sie zu vernichten. Nachdem er in einem immer kleiner werdenden Gebiet einem dauernden Beschuss aus der Luft und durch die sowjetische Artillerie ausgesetzt war, organisierte General Busse endlich am 28. April einen Ausbruch in westlicher Richtung, wo General Wenks 12. Armee in der Nähe von Belitz südlich von Potsdam wartete. Der Ausbruch sollte dort versucht werden, wo die Grenze zwischen den beiden sowjetischen Fronten verlief. Jedoch schlug das Vorhaben beim Dorf Halbe beinahe fehl, da die Sowjets dort mächtige Straßenblockaden errichtet hatten. In der sich entwickelnden blutigen Schlacht verloren ungefähr 40.000 Soldaten und Zivilisten ihr Leben. Trotzdem schaffte es Busse, mit schätzungsweise 40.000 vollkommen erschöpften Soldaten und Tausenden von Zivilisten, am Morgen des 1. Mai die Linien von General Wenks Truppen zu erreichen. Wenk führte dann einen meisterhaften Rückzug an der Elbe gegenüber von Tangermünde durch, wo ungefähr 100.000 Soldaten und 300.000 Zivilisten hinter die amerikanischen Linien gingen. Bei dem Versuch, zum Hauptteil der 9. Armee zu gelangen, berührten die Truppen General Weitlings die südöstlichen Vororte Berlins. Dabei wurde das 56. Panzerkorps wider Willen in die Verteidigung der Stadt hineingezogen, da Hitler General Weitling zum Kommandeur des Berliner Verteidigungsbereiches ernannte. Als Schukows Armeen, die den Reichstag zum Ziel hatten, Berlin entsprechend der überarbeiteten Pläne einkreisten, griff Marschall Konjew persönlich in die Führung der 3. Garde-Panzerarmee ein.
Er hoffte, seine persönliche Konkurrenz zu Schukow mit der Einnahme des Reichstages endgültig zu seinen Gunsten zu entscheiden. Allerdings wurde dieses unerwartete Eingreifen durch die miteinander verbundenen Armeen Tschuikows, die 8. Gardearmee und die 1. Garde-Panzerarmee, vereitelt. Diese nahmen den Flughafen Tempelhof ein und marschierten dann über Konjews Frontlinie hinweg zum Flakturm Zoo, wodurch sie Konjew den Weg abschnitten. Der Flakturm Zoo, wie auch die Türme von Friedrichshain und Humboldthain, stellten den Kern der Berliner Verteidigung dar. Ihre Flugabwehrgeschütze waren im Endkampf außerordentlich wirksam. Die Stadt war bereits durch die britischen und amerikanischen Luftangriffe vollkommen zerstört worden. Nun jedoch fügte die sowjetische Artillerie der Verwüstung das ihrige zu, um ihren Truppen den Weg ins Stadtzentrum zu bahnen. Die Verluste der Sowjets, was Soldaten und Panzerfahrzeuge betraf, waren hoch, da die Panzer in den Straßen leicht den Panzerfäusten zum Opfer fielen. Es musste die 1. polnische Infanteriedivision hinzugerufen werden, um die 2. Garde-Panzerarmee zu verstärken. Diese hatte während ihres Einmarsches durch Siemensstadt und Charlottenburg fast 95% ihrer Infanterie verloren. Auch die Deutschen hatten unter ihren Truppen schwere Verluste erlitten. Ebenso war der Tod vieler Zivilisten zu beklagen, die in die Kämpfe hineingeraten waren. Tagelang hämmerten die Geschütze auf die Stadt ein. Wobei oftmals nur noch der Schutt der ohnehin bereits vollkommen zerstörten Stadt aufgewühlt wurde. Die Bevölkerung hisste in vielen Gegenden weiße Fahnen, wobei sie allerdings darauf achten musste, nicht zu voreilig zu sein. Von SS und Feldgendarmerie Ergriffene wurden sofort erschossen oder aufgehängt. Diejenigen, die dazu noch in der Lage waren, nahmen ihre wenigen kostbaren Habseligkeiten und zogen aus dem Kampfgebiet fort. Die Schlacht um Berlin wütete 10 Tage. Die deutsche Verteidigung wurde langsam in einem Streifen zwischen der Havel und der Stadtmitte zusammengedrängt. Als Hitler die Hoffnungslosigkeit der Situation begriff, beging er am 30. April mit seiner ihm erst am vorangegangenen Tag angetrauten Gattin Eva Braun Selbstmord. Goebbels versuchte daraufhin, mit den Sowjets einen Waffenstillstand auszuhandeln, um in der dadurch gewonnenen Zeit eine neue Regierung bilden zu können. Als diese auf sein Ersuchen nicht eingingen, verübte auch er mit seiner Frau Selbstmord, nachdem sie zuvor gemeinsam ihre 6 Kinder umgebracht hatten. Gleichzeitig von Norden Gruppe Steiner, also Herr Fürstenberg. Während der gesamten Schlacht hatten General Weitling und sein Stabschef, Oberst von Dufing, einen Ausbruch aus Berlin in westliche Richtung geplant. Am Abend des 1. Mai war es hierfür zu spät. Und sie betrachteten die Kapitulation als die einzige Möglichkeit, die Leiden der Zivilbevölkerung und der Verwundeten nicht noch weiter verlängern zu müssen. Einige Versuche auszubrechen fanden tatsächlich statt. In den letzten Tagen Berlin als aussichtslos. Es war unmöglich, mit den wenigen zur Verfügung stehenden Kräften Berlin zu verteidigen. Die Sowjets begannen am Morgen des 2. Mai damit, ihre Gefangenen zu sammeln. Unter ihnen befanden sich viele alte Männer und Kinder, die im Volkssturm dazu aufgerufen worden waren, ihr Vaterland zu verteidigen. Musik.
Am 6. Mai wurden Weidling und sein Stab für die sowjetische Propaganda durch Berlin gefahren und gefilmt. Hier salutiert er einer vorbeidefilierenden Reihe von Gefangenen. So endete Hitlers Drittes Reich. Die arbeitsfähigen Männer, die den Krieg überlebt hatten, wurden in die Gefangenschaft geführt. Und viele gingen einem ungewissen Schicksal entgegen.